Ja, also das war auch ein Forschungsgegenstand. Das heißt, wir hatten ein gemeinsames Thema mit einem Industriepartner aus der Region bearbeitet. Die stellen beispielsweise Anlagen her, damit eben Dosen gefertigt werden. Und mich hat eigentlich immer fasziniert, dass praktisch mit in einer affenartigen Geschwindigkeit von 1200 solcher Dosenrümpfe praktisch aus den Anlagen herausgebracht werden. Das sind also mehrere Karusselle, die aneinander greifen und dementsprechend werden dann die Dosenrümpfe bearbeitet. Später kommt dann das Füllgut rein und dann werden sie verschlossen. Und hier ging es darum, welche Technologien kann ich denn anwenden, um jetzt eine bestimmte Form, also eine markante Form an so einem Dosenrumpf zu erzeugen. Das war jetzt eine Form erstmal nur, um das Aufweitverhältnis, also rein umformtechnisch zu betrachten. Das ist also eine fiktive Dose. Das war also so ziemlich zu Beginn meiner Tätigkeit am Fraunhofer-Institut. Da habe ich eben dann zunächst erstmal die Werkzeuglösung entwickelt, gemeinsam mit den Kollegen. Und dann haben wir es natürlich auch umgesetzt. Und das war natürlich ein toller Erfolg, wo wir am Ende das Bauteil ohne Versagen hinbekommen haben. Und dann natürlich konnten wir die Lösung auch patentieren. Und das war ja, das war mein erstes Patent. Und da war ich natürlich ja schon ein bisschen stolz auch darauf. Ne? Das ist so das erste Baby so ziemlich gewesen. Und deshalb denkt man da gern zurück. Also zu meinem Arbeitsfeld gehört natürlich in erster Linie die Lehre. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Vorlesungsreihe Umformtechnik im Automobilbau. Und darüber hinaus sind wir natürlich bemüht, auch Drittmittel einzuwerben. Und das machen wir in der Regel über Forschungsprojekte. Dort kann man also dann auch direkt bilateral beispielsweise mit Industrieunternehmen zusammenarbeiten. Und dann, das ist natürlich immer auch ein schönes Spektrum, weil das sehr praxisnah ist und am Ende auch für die Mitarbeiter dann hier ein gutes Feld bietet, ihre theoretischen Kenntnisse dann auch am Ende umzusetzen oder beispielsweise Simulationen mit durchzuführen und einfach mal zu schauen, wie entwickelt sich ein bestimmtes Bauteil unter einer Belastung meinetwegen. Blech gibt es natürlich nicht nur im Automobilbau, das findet man eigentlich in allen Branchen. Letztlich jede Maschine ist verkleidet, hat eine Blechverkleidung. Sie haben in der Haushaltsindustrie Waschmaschinen, Trommeln, das sind auch alles Blechteile. Also, aber natürlich ist die Automobilindustrie schon ein Triebfaktor, ne? Also die Triebkraft letztlich für neue Entwicklungen. Das heißt, wenn eben die Anforderungen an das Fahrzeug steigen, wenn wir leichter werden müssen oder eben der Ausstoß weniger an CO2 bringen muss, dann muss man sich natürlich überlegen, was kann man im Antriebsstrang oder eben auch an der Verkleidung, an der Karosse an sich, an der Struktur anders machen. So entwickelt also dann die Stahlindustrie hochfeste Blechgüten beispielsweise oder wird eben die Warmumformung zieht ein sozusagen in die Blechverarbeitung und dann sind wir gefragt, dass eben dann auch die Technologien dazu passen müssen, weil wenn die Bleche hochfest sind, dann versagen meistens die Werkzeuge, die bislang für die konventionellen Stähle ausgereicht haben. Also muss man wieder schauen, was kann man dort hinsichtlich des Prozesses, aber auch der Werkzeugauslegung anders gestalten, damit eben dann auch diese hochfesten Bleche wieder einsetzbar sind. Also es ist immer ein Wechselspiel und insofern gibt es noch viel zu forschen. Nein, man guckt natürlich schon hin, beispielsweise das Spaltmaß an den Türen, wenn man verschiedene Fahrzeuge miteinander vergleicht, das kann man schon ganz gut, hat man das im Blick und vergleicht das auch. Oder beispielsweise, wenn man ein Blechteil in der Hand hat, weil ich mich nun natürlich auch sehr viel mit dem Schneiden befasst habe, dann guckt man immer, ist irgendwo ein Grat noch dran? Oder wie sieht die Schnittfläche aus? Ja, das macht man schon. Steckt einfach dann drin. Und dass man immer wieder eine technische Lösung findet. Also, das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Also, man denkt eigentlich, es gibt vielleicht beispielsweise beim Schneiden nichts weiter zu untersuchen mehr, aber es gibt immer wieder eine Möglichkeit, wie man den Prozess noch effektiver gestalten kann, wie man doch noch eine Lösung findet für ein Werkzeug, auch wenn man vielleicht schon fast verzweifelt. Und das ist eigentlich das, was die Vielfalt ausmacht. Und das denke ich, das muss man auch in der Lehre rüberbringen, dass einfach dieser Anreiz da ist, auch für die Studenten eine technische Richtung zu ergreifen. Es ist immer wieder was Neues, es ist eigentlich niemals langweilig. Wir betreuen ja auch sehr viele studentische Arbeiten, wo man also ja ganz direkt mit den Studenten in Kontakt kommt, also nicht nur im Rahmen einer Vorlesung oder einer Übung. Ja, das ist ein gewisser Spagat. Und man muss da auch immer ein bisschen wieder an sich üben, dass man eben auch was erklären kann,
weil man selber ja ganz tief mit den Gedanken in dem Projekt beispielsweise hängt oder weiß, welches Thema da bearbeitet worden ist. Aber man muss es ja auch verständlich dann aufbereiten. Und man muss eigentlich immer man muss selber dahinter stehen. Und wenn ich von einer Sache begeistert bin, dann kann ich diese Begeisterung auch auf die Studenten übertragen. Als wenn ich jetzt ein Thema habe, wo ich sage, na gut, interessiert mich eigentlich auch herzlich wenig, dann wird das natürlich auch in der Lehre oder wenn man das näher bringen will, dann schlägt sich das irgendwo auch nieder. Ursprünglich wollte ich Journalist werden. Habe also da auch als Schüler bei der Sächsischen Zeitung gearbeitet, in der Jugendredaktion und wollte eigentlich Journalist werden. Und man musste sich aber vor dem Studium für ein Volontariat bewerben. Und nun war die Lokalredaktion oder überhaupt die Sächsische Zeitung, hatte sehr viele Lokalredaktionen und es gab überall Schüler und zukünftige Studenten, die sich nun um diese zwei Stellen Volontariat beworben haben, sodass also dann das leider nicht funktioniert hatte. Ja, und nun stand einfach die Frage, was mache ich nun? Und mein Vater ist von Hause aus Bauingenieur. Und dann haben wir uns den Studienführer genommen und haben einfach mal geschaut, was gibt es denn für interessante Richtungen oder was könnte man denn studieren? Und so fiel eigentlich die Wahl auf Fertigungsmittelentwicklung, weil ja am Ende die Werkzeuge, um etwa ein Produkt herzustellen, das war schon was, was ich mir gut vorstellen konnte. Und dann hatte ich mich eben in Chemnitz beworben, damals noch Karl-Marx-Stadt, und bekam ein Schreiben, dass es noch eine neue Richtung gibt. Und die ging dahingehend, Technologie mit vertiefter Informatikausbildung zu studieren. Und so dachte ich, ja gut, also diese rechnerunterstützten Arbeitsweisen, das hat bestimmt ein bisschen Zukunft. Und habe mich dann doch für diese auch um ein halbes Jahr längere Studienrichtung entschieden und habe eben dann in Karl-Marx-Stadt angefangen, Fertigungsprozessgestaltung mit vertiefter Informationsverarbeitung zu studieren. Die Entscheidung jetzt Maschinenbau zu studieren, das war nicht so abwegig, auch nicht für Frauen. Und gerade bei mir in der Seminargruppe, wir waren eigentlich die Hälfte Studentinnen und die Hälfte Studenten. Also es war durchaus gemischt, was eigentlich gerade bei diesen technologischen Richtungen wirklich sehr häufig der Fall war. Bei den Konstrukteuren, dort waren eher ein geringer Frauenanteil. Bei den Messtechnikern natürlich überwiegend Frauen. Ganz einfach dieses Filigrane und auch das akribische Suchen und Prüfen, Messen und Prüfen, das ist natürlich was Frauen gut liegt. Aber direkt in dieser technologischen Richtung waren wir wirklich zur Hälfte Jungs und zur Hälfte Mädchen. Also insofern, es war nicht so abwegig, das zu studieren. Also man muss einfach Abläufe wissen, man muss organisieren können, dass eben zum Punkt auch das Werkzeug da ist, wenn man produzieren will und auch das Material da ist. Und das war eben auch Schwerpunkt dann meiner ersten Tätigkeit, dass man einfach von der Zeichnung weg dann bis zum NC-Programm und weiterführend auch bis zur Produktion diese Daten organisieren muss, dass die eben zum Punkt vorliegen, dass das Material bestellt worden ist und dass die Arbeitsabläufe beispielsweise innerhalb einer Konstruktionsabteilung, dass die einfach auch funktionieren und dass eben nicht eine Zeichnung, wenn sie noch nicht geprüft worden ist, schon freigegeben wird. Bei uns in der Lehr- und Forschungsabteilung sind es zwei, die noch Ingenieurinnen sind. Ja, nee, und sogar noch jetzt eine neue Kollegin hinzugekommen, die am Ende promovieren möchte. Also es ist schon durchaus ich bin nicht allein. Ja, aber es war auf alle Fälle, bevor die Wende kam, der Anteil wesentlich höher, das muss man sagen. Also heute in den Seminargruppen sind 2, 3 Studentinnen drin, die jetzt wirklich die Produktionstechnik studieren oder produktionstechnische Richtungen. Und das war deutlich mehr gewesen vor der Wende, das muss man so sagen. Diese technologische Herangehensweise, dieses Denken, das liegt schon Frauen auch sehr gut. Wenn die Männer doch eher sehr abstrakter sind, also im konstruktiven Bereich, dort ist wirklich sehr, sehr männerdominierend die ganze Herangehensweise. Aber ich denke, im technologischen Bereich ist eher, dann das liegt uns einfach. Ja, und ich denke mal, Frauen sind natürlich auch sehr, sehr fleißig und man sind auch sehr ordnend und ich denke, das kommt auch manchmal den Abteilungen auch ganz sehr zugute, weil man natürlich immer weiß, wo was steht. Wobei, ich will das nicht den Männern komplett absprechen, aber sie verlassen sich da schon sehr gern drauf, dass man
weiß, wo was abgelegt ist und dass man eine Arbeit eben auch sehr schnell realisiert und das auch eben zur Zufriedenheit, weil man eben sehr viel Fleiß da reinsteckt. Man möchte ja auch nicht nachstehen. Na, in erster Linie möchte ich ganz einfach meine Arbeit machen und die möchte ich gut machen. Aber, und ich bin auch jederzeit, wenn ich das wollte, wenn ich den Anstoß dazu gegeben habe, immer gefördert worden. Also das muss ich ganz klar sagen. Aber natürlich muss man wirklich immer einen Zacken mehr leisten, wie möglicherweise man bei dem das im Selbstlauf vielleicht passiert. Ne? Wirklich, man freut sich, wenn dort einfach auch eine Frau mit in dem Seminarraum sitzt oder mehrere Studentinnen drin sitzen, dass es eben nicht nur Männer sind, ne? Weil die Frauen sind genauso gut in dieser Branche. Und das ist einfach eine Frage, wie viel Engagement gibt man hinein. Ne? Und dann, ich denke, dann kann man auch selbst die Aufgaben erfüllen, die eben, wo Männer denken, das schaffen nur Männer. Ne? So, das ist eigentlich so das Wichtigste.